IVR-Reglement ändert sich, die Pandemie wirkt sich auf die Qualität aus und neue Technologien halten Einzug. Wo stehen wir in Sachen Erste Hilfe und wohin gehen wir? Der Adrian Bertolaso, der Michael Mund und der Fabian Brütsch von der JDMT Training AG haben mit uns über diese Themen diskutiert. Was aktuell die Branche gerade ein bisschen beschäftigt, sind die IVR-Reglemente. Hauptsächlich die Tatsache, dass IVR 2 aufgewertet wird, ein bisschen länger dauert und IVR 3 ein bisschen weniger lang dauert. Man könnte sagen, dadurch abgewertet wird. Was haltet ihr von diesen Änderungen? Also prinzipiell finde ich, dass gute Anpassungen, die gemacht worden sind, gerade im Bereich IVR 2, wo ja bis dato, also letztes Mal das überarbeitet wurde, ist im 17. zum Beispiel BLSID, SRC, als eigentlich meiner Meinung nach fast der wichtigste Part oder der dringlichste Notfall, wo man in der Erste Hilfe kann, nämlich der Kreislaufstillstand und die entsprechenden Krankheitsbilder wie Herzinfarkt, Schlaganfall, die dort drin führen können, nicht in dem Sinn abgebildet sind. Also es sind eigentlich nicht Bestandteil gewesen, also die einzelnen Themen schon, aber nicht so strukturiert, wie es der SRC vorgibt, vorgesehen gewesen. Und de facto hat man aber gerade in dem Gebiet ja eher müssen aktuell bleiben als Kursteilnehmer. Es war nämlich die Bedingung gewesen, dass ein gültiger BLSID, SRC, Ausweis auch vorhanden war, wenn man jetzt eben eine Stufe 2 beispielsweise macht. Hätte ich das also so müssen machen und jetzt ist das Ganze offiziell integriert. Und das finde ich ganz, ganz ein wichtiger Bestandteil. Und man muss auch sagen, es ist ja die Zeiten, die der IVR angibt für die Kursen, das war im 17. schon so gewesen, sind ja Minimalzeiten, die 2 Tage, die wir bis jetzt hatten. Und JDMT beispielsweise hat von Anfang an gesagt, das ist einfach so ein wichtiger Part, der BLSID, strukturierte BLSA-SRC-Kurs, dass wir schon immer 3 Tage gemacht haben. Also der, bei uns war das immer noch ergänzt, gewesen, die 2 Tage, die der IVR zu, in dem Sinne als Grundlage gibt, ergänzt durch den BLSID-SRC-Komplettkurs. Und dann haben wir einfach noch einen halben Tag quasi Zeit gehabt, um Szenarientrainings zu machen. Also das, was man eigentlich in den ersten 2 Tagen grundlagenmässig erarbeitet hat, mit diesen Massnahmen wirklich auch in Notfallszenarien einzubetten. Also von dem her ist es für uns nichts Neues, aber ich finde es toll, dass es jetzt in dem Sinn offiziell ist, weil meiner Meinung nach gerade der IVR 2 eigentlich das Produkt ist, wo ein Betriebssanitäter, und das ist ja eine von der Hauptgruppen, die angesprochen wird mit diesem Kursformat, der IVR 2 eigentlich das Kursformat ist, wo ich das Gros der Betriebssanitäter drin sehe. Fabian hat genickt. Ja, also eben sicher eine Aufwertung für die IVR 2 und auch etwas, was ganz in unserem Sinn ist. Das begrüßen wir sehr, dass das offiziell geworden ist, insbesondere eben, weil wir es ja auch schon so gemacht haben, wie auch andere Anbieter zum Teil sich schon entschieden haben, früher zum den Stufe 2 Kurs während 3 Tagen anzubieten. Eine Abwertung vom 3 würde ich auch nicht sagen. Ich würde sogar auch dort als Aufwertung bezeichnen, weil man halt jetzt ein bisschen weniger langen Kurs hat. Vielleicht sogar in der Lage ist, so einen Kurs intensiv während einer Woche durchzuziehen, bei gewissen Kunden, die das wünschen. Und sich aufs Wesentliche kann konzentrieren, weil man halt eben mit dem Stufe 2 Kurs, der etwas fundierter ist, auch eine gute Ausgangslage hat, für nachher in Stufe 3 zu starten. Also von dem her ist es eigentlich eine Aufwertung von beiden Kursen, meiner Meinung nach. Ein kleines Fragezeichen tatsächlich mache ich beim SMATRIX im IVR 2, dass man das dort einsetzt. Also mit denen, natürlich gibt es eine Basis- und einen fortgeschrittenen Algorithmus, aber nichtsdestotrotz, dass man dort mit dem XABCDE dann quasi IVR-Patientenbeurteilung angeht. Meiner persönlichen Erfahrung, ich habe relativ viel Ausbildung gegeben, schon, wo das immer mal wieder kommt, das ABCDE oder XABCDE, schwirrt häufig bei Leuten schon im Kopf, wie sie es schon mal gehört haben, wenn du aber konkret fragst, was bedeutet es denn und so, dann kommt es nicht. Reden wir mal über IVR generell. In einer Seco-Wegleitung steht IVR oder adäquat. Was spricht denn überhaupt für einen Kurs nach IVR? Ich glaube,
der grosse Vorteil, den der IVR uns auch Anbieter entsprechend gibt und zeigt, dass die Abläufe so ein bisschen strukturiert sind und wie vorgesehen sind. Es gilt eigentlich für alle das Gleiche, für die Ausbildungsinstitutionen im Allgemeinen. Und das, glaube ich, begrüßen wir alle zusammen als Ausbildungsinstitutionen. Das ist wiederum ein Vorteil von einem Arbeitgeber, wo seine Mitarbeiter schulen, indem dass er eigentlich eine klare Struktur hat und eine klare Linie drin hat und auch, wenn er will, mal auch bei einem anderen Anbieter kann einen Kurs besuchen und er hat die gleichen Vorgaben. Das, denke ich, ist sicher ein grosser Vorteil vom IVR oder von Vorgaben vom IVR in diesen drei Stufen. Oder? Zu der Frage, die du vorgestellt hast, wegen dem 1 und dem 2, soll ich als Ergänzung, glaube ich, auch die Arbeitgeber, die Mitarbeiter in IVR 2 oder 1 und 2 schicken, die sind sich auch bewusst, was es heisst, schlussendlich, oder was überkommen im Rahmen von der Ausbildung. Und das ist es auch wert, dass die 2, respektive insgesamt den 5 Tage, die den IVR 2 abgeschlossen haben, auch überkommen. Oder? Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges für die Arbeitswelt, dass man da eine Möglichkeit hat, zum so Schulungen anzubieten in diesen Anzahl Tagen. Ich glaube, da ist es keine Abwertung oder werden wir nicht gross Kunden verlieren. Da habe ich eigentlich keine Angst vor. Im Gegenteil. Qualität ist da, das hast du am Anfang gesagt, Michi, oder? Qualität ist da eine Verbesserung, sehe ich auch dahinter. Zudem auch mit dem ganzen BLSAID nach SRC-Teil, der jetzt in allen Stufen drin ist, kann ich aus Erfahrung heraus sagen, von diesen Kursen ist ganz wichtig, weil zum Glück braucht man es wenig oder selten. Und wenn man es braucht, sind wir froh, wissen wir es. Und je mehr man es wiederholt, je mehr man es wieder drin hat, umso besser und eher bleibt es einem, umso sicherer fühlen sich dann auch die Betriebssanitäter. Das soll das Ziel sein. Sicherheit. Mhm. Wann sind denn die Stufen 2 und 3 überhaupt wichtig oder sehr empfohlen und wann vielleicht nicht unbedingt? Also ich würde sagen, das ist die Zielgruppe eine andere. Also der 1 ist wirklich für mich so mehr die Breitmasse. Also das wäre eigentlich cool, wenn das jeder noch mal hätte. Es ist ja auch ganz klar jetzt neu ausgewiesen als gültig, eben wenn man zum Beispiel Fahrausweis will machen, oder? Was ja vorher auch nicht so ganz explizit zumindest oder gar nicht so unbedingt vorgesehen war. Von dem her kann man ja fast sagen, jeder wird einmal irgendwie mit dem Format in irgendeiner Art quasi Kontakt haben oder mit der Grundidee von diesem Format. Während für einen Betriebssanitäter jetzt oder jemand, der eben so eine offizielle Funktion auch als Hilfeleistender hat, meistens sind das ja Doppelfunktionäre, es gibt ja ganz wenig Betriebe, die eigene Betriebssanität haben, die nichts anderes macht, das gibt es gar nicht, also mehr haben wir zumindest nicht bekannt oder fast nicht mehr heutzutage. Dort finde ich den 2 eben das richtige Format. Also für mich gehört dann das Gros, nochmal zum Sagen, von der Betriebssanität eigentlich Stufe 2 ausbildet. Und Stufe 3 ist nachher für mich dann nochmal eine andere Zielgruppe. Klar, es gibt Betriebe, die vielleicht mit höheren Gefahren im Moment ausgestattet sind, wo häufiger Vorfälle auch vorkommen, was Sinn macht, eben eine breitere Ausbildung zu haben, noch ein bisschen mehr gehört haben, vielleicht auch ein bisschen mehr von der Theorie noch zu verstehen, was hinter diesen Notfällen ist. Also von dem her, sättige Betriebe, auch Betriebssanität, oder einer, der zum Beispiel Betriebssanität leitet, das finde ich, der soll ein bisschen mehr wissen als quasi seine Leute sonst. Und dann beispielsweise ein Samariterlehrer. Es ist ja die höchste Stufe von medizinischer Ausbildung, Notfallmedizin, aber auch sonst Medizin, ist ja viel Anatomie und so vorgesehen, wo ein medizinischer Laien eigentlich in der Regel kann erreichen. Und die IVR 3 zielt ja ganz klar auch darauf ab, dass eben die Zusammenarbeit mit den Profi-Organisationen
dort drin verankert ist. Also jemand, der IVR 3 ist, soll können am Profi, wenn jetzt eben Adi kommt als Rettungssanitäter, unterstützen. Dass der Adi kann sagen, du misst mal einen Blutdruck, was ja im 1 und 2 nicht vorgesehen ist, misst mal einen Blutdruck, du weißt, der kann das, du bekommst auch verlässliche Werte, weil er entsprechend ausbildet. Dann musst du das nicht machen und kannst dich auf etwas anderes konzentrieren. Also Leute, die wirklich in dem Sinn auch Postendienst, Samariter oder so, wie wir das häufig machen, das sind für mich Zielgruppen von drin. Oder? Also das ist für mich eigentlich der Hauptunterschied zum 1 und 2, die viel engere und häufigere Zusammenarbeit auch mit den Profis. Und dass die dann die gleiche Sprache reden dann für sich auch. Oder zumindest Grundbegriff natürlich, wie ich fahre ja drüber nie ein Rettungssanitäter oder ein Arzt, das ist ja nicht das Ziel. Aber sie müssen ein bisschen mehr von der Terminologie, nicht für eure Fachausdrücke, aber auch für uns, was sie reden, so, wenn sie miteinander reden, und den Patienten übergeben sollen. Die Bedeutung von einer soliden Erste-Hilfe-Ausbildung, die muss man gewissen Unternehmen wahrscheinlich nicht erklären, anderen aber schon. Ein Unternehmen, wo viele IVR 2 und IVR 3 Leute hat, hat es wahrscheinlich nicht unbedingt nötig, da noch etwas gehören dazu. Aber ein Unternehmen, das generell nur auf IVR 1 setzt, weil man es muss, wie kann man die Bedeutung so einem Unternehmen klar machen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, der eine oder andere könnte noch etwas mehr? Also, IVR 1 ist ja auch kein Muss. Das ist eine Möglichkeit, wie man am Gesetz genügen kann. Da gibt es auch andere Ausbildungsformate, die man wählen kann. Aber natürlich ist es ein bequemer Weg, um das Minimum zu erreichen. Und ich denke, es ist nicht durchaus nur negativ, wenn jetzt das Unternehmen sich wirklich entscheidet, auf dieser Stufe zu bleiben. Dafür hat man vielleicht ein bisschen Budget mehr, um sich noch ein paar Defis anzuschaffen. Zum Erste-Hilfe-Material mal zu optimieren oder zum auch mehr Leute ausbilden oder mehr Leute befähigen, zum Beispiel auch nur den Defi bedienen. Also ich finde, das ist nicht per se schlecht, wenn man sich dazu entscheidet, nicht weiter als eine Stufe 1 zu gehen. Man hat natürlich eben mit den, sagen wir mal, zusätzlichen Skills, die man im 2 und dann vor allem im 3 erlernen tut, schon einen gewissen Vorteil, weil halt die Betriebssanität mehr Sachen kann machen im Ernstfall. Vielleicht ein bisschen länger kompetent ist, zum Patienten zu betreuen. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass unter Umständen ein Mitarbeiter, der verunfallt oder erkrankt, ein bisschen früher wieder kann arbeiten kann, weil halt in der ersten Phase die richtigen Massnahmen in der richtigen Zeit getroffen worden sind. Ich denke, das ist sicher einer der Vorteile, wenn man ein bisschen fundiertere Ausbildung hat in der Betriebssanität. Und der Nachteil beim IVR, wenn man sich für IVR, den Weg IVR entscheidet, finde ich halt, aber ist auch nachvollziehbar, weil es Kosten verursacht und vor allem auch der Arbeitnehmer natürlich fehlt, wenn man in diesen Kurs ist im normalen Job. Wie gesagt, sind ja Doppelfunktionäre in der Regel, dass es nur alle 2 Jahre ist. Weil ich glaube, bei uns allen, die beruflich ein bisschen mit diesen Ausbildungen zu tun haben, machen die Erfahrung, dass nach 2 Jahren, es geht 2 Jahre sehr viel vergessen. Und ein Betriebssanitäter hat gar nicht die Möglichkeit, routiniert zu werden. Gott sei Dank, muss man sagen, sonst wäre etwas nicht in Ordnung mit den Vorsichtsmaßnahmen, was die ganzen Arbeiten angeht, also die Sicherheitsmaßnahmen. Aber es passiert ja relativ wenig. Also wir haben einmal eine Untersuchung gemacht tatsächlich, weil wir auch Rückmeldungen eigentlich für unsere Betriebssanitäter, die wir ausbilden können, bei JDMT einholen. Und haben können sagen, dass so ein Betriebssanitäter, das ist individuell sehr unterschiedlich, aber im Durchschnitt etwa 0,7 Mal pro Jahr in Einsatz kommt. Also nicht einmal ganz einmal. Gut, ein trifft es 10 Mal und der andere hat 4 Jahre nichts, oder? Mhm. Und die kommt dann noch auf den Betrieb an, natürlich. Aber die Untersuchung, die mehrere Tausend so Daten ausgewertet haben, haben das gezeigt. Und von diesen 0,7 Einsätzen sind nur 3% wirklich schwerwiegende Ereignisse, die eigentlich in die Top 10 hineingehören. Sehr viel, über 50% sind wirklich Bagatellen, kleine Schnittverletzung, oberflächlich, wo man kann desinfizieren, Pflaster drauf und es ist gemacht. Und entsprechend kann ein Betriebssanitäter
als medizinischer Laie, ausser man hat vielleicht noch Samariterposten und so, aber normalerweise gar keine, ja, auch nicht eine annähernde Routine bekommen. Wir sagen ein bisschen böse, und das ist aber gar nicht böse gemeint, sondern eine Tatsache, ein Betriebssanitäter ist in der Regel unerfahren und bleibt unerfahren mit diesen Zahlen. Und wie der Adi aber auch gesagt hat, wenn dann etwas passiert, dann muss es klappen. Mhm. Und von dem her sind die 2-Jahres-Abstände, die eigentlich der IVR vorgesehen, wie gesagt, verständlich, weil du gesagt hast, das sind 3 Tage, wenn man jetzt einen 2 nimmt, wo der Arbeitnehmer fehlt. Das kostet auch etwas, die 3 Tage Ausbildung für den Arbeitgeber. Aber an und für sich suboptimal natürlich, weil man ja, unter Umständen 2 Jahre das gar nicht thematisiert. Wenn wir unsere Eintageskurs, die Top-10-Kurs geben, dann sagen wir eigentlich unseren Kunden ganz klar, machen das aber einfach jährlich. Oder? Mhm. Für uns ist es nur ein Tag, aber wir können dann jährlich an und für sich schauen. Das wäre ideal, aber wie gesagt, die Welt ist nicht alles ideal. Mhm. Ja. Also unsere Erfahrung, das hast du ja schon mehrfach gesagt, selbst nach einem Jahr, wenn man alle Jahre einen Kurs macht, sieht man, wie viel halt die Leute nicht häufig gar nicht angewendet haben in diesem Jahr, wieder vergessen gehen. Mhm. Einer der Vorteile, wenn man eine gute, solide Erste-Hilfe-Organisation mit einer guten Ausbildung hat im Betrieb, ist natürlich auch, dass man gegenüber der Mitarbeiterschaft im Allgemeinen kann gerade stehen und sagen, selbst wenn euch bei uns im Unternehmen etwas widerfahren tut, sei es ein Unfall, sei es Krankheit, dann haben wir alles Mögliche gemacht, um euch zur rechten Zeit die richtige, qualifizierte Hilfe zu organisieren, mit eben einer guten Betriebssanität, mit dem richtigen Material. Und ich denke, das ist sicher einer der grossen Vorteile für einen Arbeitgeber, wenn er sich dazu entscheidet, um eine gute Erste-Hilfe-Ausbildung zu buchen für seine Leute. Michael hat es vorher gesagt, die meisten Betriebssanitäter haben wenig Fälle, aber wenn es einen gibt, dann muss es funktionieren. Adrian, deine Erfahrung aus dem Rettungsdienst, wenn du in einen Betrieb kommst, wie erlebst du, dass es funktioniert? Ja, grundsätzlich funktioniert es. Grundsätzlich funktioniert es sogar mehrheitlich sehr gut. Das ist zum einen sicher, weil einige Betriebe oder viele Betriebe ein entsprechendes Konzept haben, wo Schulung mit einbezieht, wo das ganze Sicherheitskonzept irgendwo dahinter ist, was absolut von Vorteil ist, nebst dem, oder auch bezogen auf Fabian seine Antwort von vorher, dass der Arbeitgeber am Mitarbeiter etwas bietet und entsprechend Qualität auch im Bereich Erste Hilfe eben kann weitergehen. Das, denke ich, hat sicher damit zu tun, dass die Erfahrung, die ich jeweils gemacht habe, gut bis sehr gut ist. Umgekehrt aber auch, sind sie doch immer wieder froh, wenn der Profi vor Ort ist und endlich da ist. Oder? Und da kommt dann schon der Punkt dazu, die Zusammenarbeit zwischen der Betriebssanität oder zwischen Betriebssanitäter und dem Rettungsdienst. Und da, wo eigentlich vorher auch gesagt worden ist, je mehr dass man es trainiert, je mehr dass man es übt, desto besser funktioniert es und desto besser läuft es dann auch fast Hand in Hand. Oder? Also das zeigt auch wieder die Erfahrung draussen. Wie lange mit dem 2-Jahres-Rhythmus? Aus meiner Sicht und da auch wieder aus der Erfahrung heraus, sei das jetzt ausbildungsseitige Erfahrung oder auch Rettungsdiensterfahrung, finde ich es auch ganz klar, nein, es lange nicht. Weil es halt eben, wie ich jetzt auch schon gesagt, zum Glück wenig Einsätze haben, oder viele haben wenig Einsätze. Und eben, wenn es dann eben zu einem Einsatz kommt, dann die Routine fehlt. Und ich wünschte mir auch, dass vor allem auch Betriebe sagen, hey, bei uns machen wir es alle Jahr, oder? Es gibt Betriebe, wo wir bei uns als Kunden haben, die machen das noch viel regelmäßigeren Abständen, teilweise monatlich so Kurzweiterbildungen oder teilweise alle halb Jahr, einmal einen Halbtag. Das ist irgendwo durch, kann man auch sagen, Qualität, die man für den Mitarbeiter entsprechend bringt, was die Sicherheit oder eben die Erste Hilfe
was ja in dem Sinne auch ein bisschen die Sicherheit geht, anbelangt. Oder? Und für mich ganz klar, 2-Jahres-Rhythmus ist zu lang. Auf der anderen Seite bin ich froh, gibt es einen Rhythmus im Sinne von einer Deadline, hätten alle 2 Jahre, bis zu 2 Jahre, wenn du musst etwas gemacht haben. Oder? Und mit dem tägigen Refresher-Kurs, glaube ich, decken wir dann das auch entsprechend ab. Aber das zeigt es auch immer in der Erfahrung, innerhalb dieser 2 Jahre, ein Tag Refresher ist auch zu wenig. Ist einfach auch zu wenig. Ich glaube, so einen Top 10, wie wir es im Angebot haben, oder den Top 5, den halben Tag, kann man ja wieder auf den Kunden bezogen, kundenspezifisch Themen im Vorfeld besprechen und so dann eine Ausbildung entsprechend noch so ein bisschen optimieren. Und dann hat man auch wieder für den Kunden, für die Firma, eben, du hast vorhin Schreinerei gesagt, etwas Spezielles oder wenn man einen reinen Bürokomplex hat, wo man auch Erste Hilfe entsprechend im Angebot sollte haben, darf haben, muss haben, kann man das so wieder auf den Kunden adaptieren und sagen, okay, wir sind kundenfreundlich, was das betrifft, auf Themen bezogen. Also. Und jährlich, finde ich ganz klar. Verzichtet dann aber halt bewusst auf jetzt eine IVR-Zertifizierung, wenn man sagt, ich möchte einen hochindividuellen Kurs auf meinen Schreinereibetrieb ausgerichtet haben, dann gerne nur die und die Themen besprochen. Und das lässt sich dann halt nicht immer vereinbaren mit den Vorgaben, die ein IVR gibt. Und dann muss man auch ganz klar sagen, gegenüber dem Kunden, das können wir alles machen. Es gibt dann halt aber auch kein Zertifikat oder vielleicht nur ein BLSAID-Zertifikat nach SRC-Guidelines. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Aber ja, wie gesagt, das ist, IVR ist nie nicht vorgeschrieben, dass genau das muss sein. Eben, wie gesagt, andere Formate können genauso auch genügen für eine gute Erste-Hilfe-Ausbildung. Und darum finde ich gut, hat man da auch die Möglichkeiten, zum Kunden verschiedene Sachen anzubieten. Gut, ich muss am Anfang dazu heben, im Positiven, wir haben die Möglichkeit, 20% von der Kurszeit kundenspezifisch Themen zu machen. Und da denke ich mir, auch in einem Refresher werden wir die Möglichkeit haben oder müssen wir die Möglichkeit haben und können ausnutzen, dass man wirklich auch, die gibt dann halt auf einen Tag ein bisschen weniger, gibt es dann halt vielleicht nur eine Stunde oder anderthalb, aber hat man wenigstens noch ein bisschen Zeit für wirklich Kundenwünsche zu berücksichtigen. Das ist ein Vorteil. Ja. Es geht die Erste Hilfe oft einmal weiter, als es eine Ausbildung vielleicht tatsächlich kann vermitteln kann. Selbst ein IVR 3 in 5 Tagen. Es gibt Szenarien, die sind dort nicht abgedeckt. Was fehlt euch an Themen oder an Szenarien, die man überhaupt in diesen IVR-Kurs kann und sollte lehren? Ich persönlich bin der Meinung, dass eigentlich thematisch gesehen nichts fehlt. Es deckt eigentlich alles ab, wo nötig ist. Plus eben die 20%, wo man wieder kann auf den Kunden im Speziellen schauen kann. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das nicht berücksichtigt, deckt es eigentlich aus meiner Sicht alles ab. Und da ist wieder am Anfang gesagt, der Vorteil vom IVR, du hast strukturierte Weiterbildung oder Ausbildung in diesen 3 Stufen. Und es ist eigentlich alles abgedeckt, inklusive eine Übergabe an den Rettungsdienst, oder? Inklusive einen entsprechenden Algorithmus, wo eben so eine Übergabe dann schlussendlich an den Rettungsdienst auch vereinfacht oder für den Rettungsdienst hilfreich ist. Wir reden vom Gleichen. Und da glaube ich, ist etwas sehr Positives. Also ich persönlich vermisse eigentlich jetzt nichts. Wenn wir jetzt die Stufe vom IVR anschauen, eins bis drei. Das ist eine rein reaktive Medizin. Und es gibt aber auch präventive Medizin. Das ist dann nicht Erste Hilfe, sondern was vor der Erste Hilfe kommt. Und da glaube ich schon, und da machen viele Firmen ja auch mehr dann im Bereich Corporate BGM, genau, das habe ich so aus dem deutschen Sinn. Sachen. Eben zum Beispiel etwas erkennen frühzeitig oder so, da kann man durchaus auch Leute ausbilden, aber es ist wie eine andere Baustelle.
Da können die gleichen Leute sein. Betriebssanitäter, der halt ein bisschen Flair hat für Medizin überhaupt, sich für das auch in dem Sinne interessiert und darum gemolden hat, für die reaktive Medizin im Notfall, hat vielleicht auch Interesse zu sagen, ja, ich will erkennen, wenn zum Beispiel jemandem geht es nicht gut, oder? Psychisch, aber ist jetzt noch nicht so auffällig, dass man jetzt quasi gerade erste Hilfe leisten muss, aber ein bisschen ein Feeling für etwas zu bekommen. Und da sehe ich gute Möglichkeiten quasi, wenn eine Firma für so etwas offen ist. Und psychische Probleme jetzt gerade, als Beispiel, ist ja ein riesen Problem, das Wahnsinn am Zunehmen ist in der Gesellschaft ganz allgemein. Dass man Leute dann dort noch so einsetzen und in diese Richtung weiterbringen kann. Aber was wirklich in dem Sinn die Reaktivmedizin im Sinn von Erste Hilfe, wenn eben ein Notfall passiert ist, vorgesehen ist im IVR, finde ich, bin gar nicht mit dir konform, finde ich das eine super Sache und die Leute wirklich dort durch so weit bringen, dass sie das, was vorgesehen ist, wirklich. Wenn man jetzt das gerade so bespricht, und denke ich, kommt mir jetzt gerade auch in den Sinn, doch noch, obwohl ich jetzt vorher gesagt habe, es deckt eigentlich alles ab. Aber das ist schon richtig Prävention, aber auch die Nachsorge. Was kommt nachher, oder? Sagt das dann einfach das Debriefing und man hat den Einsatz können besprechen und ist wie so erledigt oder respektive für alle so okay. Oder eben, es braucht halt eben wirklich die Nachsorge, oder? Das klingt für mich so nach Zusatzmodulen, oder? Und ich glaube, das ist ja durchaus auch im Sinn vom IVR, dass es so Zusatzmodule gibt zu den IVR 2 oder IVR 3 Ausbildungen. Sollte es mehr von denen geben? Ich glaube, wenn man sich für den IVR-Weg entscheidet, wo halt die zwei Jahre vorgibt, aber immerhin ist etwas vorgegeben, nicht ja, machen wir mal irgendwann mal wieder, sondern können sie dann wieder noch üben oder so. Dass dann vielleicht der Arbeitgeber sich überlegt, das muss nichts Grosses sein, können wir nicht in der Zwischenzeit dann vielleicht in dem Zwischenjahr quasi irgendetwas machen. Das kann sein, wir machen irgendeine Übung mit den Betriebssanitätern, die nicht angekündigt ist. Also da kommt irgendjemand, können wir auch schicken oder wer auch immer oder sie selber. Es passiert einfach etwas und schauen mal, wie funktioniert es. Und dann im Anschluss daran aufbauend auf dem, wie sie dort müssen handeln müssen, quasi dann den Fall bespricht und noch ein bisschen Theorie dazu macht und dann gerade die perfekte oder die korrekte Maßnahme, besser gesagt, auch nochmal trainiert. Oder? Und ich glaube, das es geht nicht nur darum, jedes Jahr einen Kurs zu machen, sondern es ist einfach ein Thema, das immer wieder einmal sollte, wenn es nur kurz ist, ein Fokus kommen, oder? Das würde schon viel bringen, ohne dass man jedes Mal einen riesen Refresher machen muss unbedingt. Aber dass man sagt, eben, es gibt tatsächlich Kunden von uns, die das zum Teil monatlich oder zweimonatlich machen, wo die Betriebssanität, häufig sind die Betriebssanitäter ja auch verschiedene Abteilungen, die sehen sich gar nicht so häufig, wenn sie nicht gerade einen Notfall haben und ausrücken. Wo man sagt, ja, die machen dann entsprechend ein Meeting. Sogar der Arbeitgeber sagt, pro Monat habt ihr 2 Stunden von eurer Arbeit zu gut, alle, die in der Betriebssanität sind, treffen euch, besprecht Fälle, die ihr vielleicht erlebt habt, nicht alle dabei gewesen sind, oder thematisiert etwas. Mhm. Und so bleibt das Thema Erste Hilfe immer präsent. Und das, ich glaube, mit dem ist schon viel erreicht. Das ZUVA hat ja mal so einen Slogan rausgegeben, wöchentlich 10 Minuten für die Arbeitssicherheit. Irgendwie, also dass man vielleicht einfach sagen will. Genau. Wöchentlich, auch wenn es nur 5 Minuten für die Erste Hilfe ist, aber immerhin sind es 5 Minuten. Ja. Genau. Ja, und gell, sag jetzt mal, in der klassischen Erste-Hilfe-Ausbildung trainierst du Massnahmen, was aber vielfach dann zu kurz kommt und wo eben so eine Übung oder auch ein Meeting super geeignet ist, dass du mal den ganzen Prozess anschaust. Also wie detektiere ich einen Notfall, wie funktioniert es, dass ein Alarm gestartet wird, werden die richtigen Betriebssanitäter aufgeboten für den Sektor, Gebäude, ABC, was auch immer. Also dass man so die Zwischenblöcke halt wirklich nutzen tut, auch für den ganzen Prozess anzuschauen und nicht immer nur auf den Skills, die man schlussendlich dann anwenden tut, beharren tut, sondern dass man noch ein alles, das ganze System beüben tut. Mhm. Gegen das spricht ja die IVR gar nicht, oder? Sondern da müssen wir mehr so die Arbeit
Geberseite mit ins Boot holen und ins Verständnis hineinbringen, dass es halt eben nötig ist und halt wichtig ist. Und auch da wieder das Thema oder der Faktor Sicherheit, wo ja, glaube ich, alle irgendwo durch ja wollen, muss so ein bisschen wie präsent sein. Und dann ergibt sich eigentlich von mir leid, dass ein kürzeren Abstand sehr hilfreich ist für ein Konzept und eine Umsetzung. Ich glaube, das hat etwas mit der Betriebskultur zu tun und der Wertschätzung. Einerseits gegenüber den Betriebssanitätern, die sich für die nicht einfache Aufgabe, muss man sagen, zur Verfügung stellen. Du weißt nie, wenn du gerade ausrücken musst, was erwartet ist. Das ist nicht ohne für eine medizinische Laie. Ist aber ein Profi nicht einfach unter Umständen. Ich weiss auch nicht, was man kommt, aber eine medizinische Laie, die wenig damit sollte, umso mehr. Und wenn dann ein Arbeitgeber sagt, ich gib euch, ich zahle euch sogar noch irgendwie den Kaffee und das Gipfeli, aber treffen euch irgendwie regelmäßig und thematisieren das mal, ist das eine Wertschätzung gegenüber der Betriebssanität, aber auch den anderen Mitarbeitern, um zu zeigen, hey, mir liegt etwas da, wenn etwas passiert, dass wir gute Leute haben, die euch helfen. Vielleicht auch pandemiebedingt, aber auch sonst vielleicht auch neue Technologien etc. Verändert sich die Art und Weise, wie man erste Hilfe-Know-how vermitteln kann, will, tut? Oder wie es nachgefragt ist. Unbedingt. Also ich glaube ganz allgemeine Ausbildungen. Also wenn dich heute mit der Erwachsenenbildung beschäftigst, ganz allgemein. Und ich habe mal die Ausbildung gemacht zum Erwachsenenbilden, die 5 Module. Und das zeigt einfach, dass das Verständnis ein anderes ist, wie du heute eigentlich so eine Ausbildung bist. Und dass du Möglichkeiten sollst beiziehen, die vielleicht früher noch nicht so an und für sich tun. Also ganz konkret, je realistischer du an und für sich etwas ausbildest, desto grösser ist nachher auch die Wahrscheinlichkeit der Praxistransfer. Und das ist ja das, was wir wollen. Die Ausbildung ist das eine, was muss nachher funktionieren, was auch gebraucht wird, dann auch funktioniert. Und gerade in der ersten Hilfe ist das ganz einen wichtigen Aspekt. Jetzt können wir natürlich nicht einfach immer einen Herzinfarktpatienten anzaubern oder einen Kreislaufstillstand. Aber du kannst es möglichst realistisch darstellen. Jetzt auch in diesen Kursen hat man häufig nicht Zeit, jetzt weiss ich, wie zu moulagieren und weiss ich nicht was. Mhm. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, indem wir zum Beispiel Filmsequenzen zeigen, dass auch von einem echten Herzinfarktpatienten, das findest du heute irgendwo in der Suchshoppe mit der heutigen Zeit, mit YouTube und weiss ich was alles, einen echten Kreislaufstillstand, einen echten Schlaganfall. Und ich merke das immer wieder, also es dir auch so geht, in den Kursen, Du tust zuerst das Thema einführen, du machst ein Rollenspiel oder so und dann sagst du so, und jetzt, was sind die Symptome gewesen? Tut man das zusammentragen und jetzt sag mal, und jetzt zeige ich euch mal einen echten Patienten diesbezüglich. Und das ist immer ganz eine andere Stimmung. Nicht auch ernster an und für sich, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass es fixiert das, was du vorher mit ihnen gemacht hast, was vielleicht noch ein bisschen spielerisch ist, das soll es auch sein. Also eine Ausbildung soll Spass machen. Also das, auch wenn es ein ernstes Thema ist, ja, das ist ein wichtiger Faktor, wo man lernt, wenn man Erwachsenenbildung macht, wenn etwas nicht Spass macht, das limbische System nicht integriert ist, dann geht das auch nicht rein. Aber es ist einfach noch ein anderer Approach. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Und ich glaube, das Ziel muss wirklich dann auch sein, schlussendlich, also mir schwebt immer vor, Augmented Reality, Virtual Reality, das muss Eingang finden. Dort zum Teil auch schon, aber noch viel mehr in der Erste Hilfe. Also ganz konkret, nimm ein Reanimationsphantom, Puppe, lass den Teilnehmer dort entsprechende Reanimation durchführen, dass er Taktik hat. Aber da nehmen wir Brille drauf und es projiziert quasi einen Mensch an. Oder? Also dass du dort an und für sich wirklich in die Situation kannst auch irgendwo durch mehr noch integrieren, indem es einfach reeller ist. Und das ist nachhaltiger, das weiss man heute. Und also für mich ist eigentlich klar, dass wir, wenn es die Möglichkeiten gibt, in die Richtung gehen wollen. Also das haben wir schon lange erkannt, wie alle anderen auch, oder je mehr Praxis du machst, desto mehr bleibt schlussendlich auch. Und
ich denke, das ist nicht etwas Neues, aber das tun wir uns auch immer mehr darauf konzentrieren. Wir haben auch festgestellt, dass das wirklich von Kunden explizit als Bedingung vorausgesetzt wird, dass man überhaupt für sie tätig sein darf. Das sagen irgendwo 70% muss Praxis sein, wo das auch schon längst erkannt worden ist, dass man halt einfach die Ausbildung zum einen kurzweiliger ist, wenn man sich ein bisschen bewegt dazu, aber zum anderen eben auch, dass natürlich viel mehr dann schlussendlich hängen bleibt. Also sehr praxisorientierte Ausbildung machen wir sowieso schon, wenn wir noch mehr machen. Und eben, ja, die Zukunft ist wirklich meiner Meinung nach irgendetwas mit virtueller Realität, dass man das zumindest phasenweise kann einbauen kann, weil das wirklich jeder, der schon mal so eine Brille angehört hat, weiss, dass das einfach unheimlich eindrücklich ist, was da dann plötzlich möglich ist. Und ich denke, dass, wenn man das für die Ausbildung schlau kann nutzen kann, dann sind wir dort sehr erfolgreich. Was wir uns noch so ein bisschen, darf man sagen, schwer tun, ist so ein bisschen mit dem Blended Learning, oder? Da, dass du den Theorieteil quasi am Kunden heimgibst und der Kunde kann es daheim in einer Form lernen mit Präsentationen. Da gibt es ja auch schon ganz gute Möglichkeiten, eben so pandemiebedingt hat sich das so ein bisschen auch abzeichnet, respektive hat es da ganz gute Produkte sicher auch gegeben, aber der Praxisbezug oder eben halt der Teilnehmer, respektive der Teilnehmer zu spüren, das fehlt, das kommt nicht. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, dass wenn man nachher dann im Praxisteil sich eben dann trifft, muss man gleich eine gewisse Zeit aufwenden, um so einen kurzen Einstieg zu finden und vielleicht einen Teil von der, oder über die Theorie hinweg kurze Fragerunde machen und dass man sich dann dort eben verliert oder halt eben, dass dort noch das eine oder andere hängen bleibt und zu lang geht. Und dann ist irgendwo die gewonnene Zeit ist nicht da, wo man eigentlich gerne will. Und ich glaube, wir werden das noch so weiterführen und weiterbehalten in der Form, wie wir es jetzt haben, dass wir eine Mischung haben von Theorie und Praxis in kurzen Abständen. Also ein Thema in der Praxis mal durchspielen und nachher einen theoretischen Input bringen und nachher quasi wie nochmal trainieren oder nochmal ein Beispiel zu machen und schauen, was ist hängen geblieben und nochmal kurz auf Ziel drauf zu gehen und schauen, haben wir unsere Ziele, die wir vorher vorgegeben oder gesagt haben, auch erreicht. Und so haben wir eine gute Mischung in Theorie und Praxis. Ich finde eben Blended Learning, dass du von zu Hause aus einen gewissen Teil von der Ausbildung absolvierst, sehe ich ehrlich gesagt gleich wie Adrian, also finde ich nicht unbedingt realistisch, dass das gut funktioniert. Was aber nicht heissen soll, dass wir keine so Inhalte zur Verfügung stellen. Also ich denke, wenn man einen Kurs macht, eintägige, zweitägige, fünftägige, was auch immer, und irgendwann nach einem halben Jahr das Bedürfnis hat, ich würde gerne mich noch mal damit auseinandersetzen, dann soll man die Möglichkeit haben, das bietet mir auch, dass man online sich noch mal nachinformieren kann, gewisse vielleicht auch Quiz durchspielen oder sich über das Thema noch ein bisschen vertiefter informieren. Das auf jeden Fall. Aber dann halt mehr so ein bisschen auf freiwilliger Basis und nicht als Bestandteil von einem Kurs, der einfach x Stunden muss dauern, einen gewissen Teil dann elektronisch von zu Hause aus machen. Und so, wenn ich es jetzt höre, vielleicht eher nach einem Kurs und nicht als Teil von einem Kurs. Ne? Absolut. Ja. Ja. So die wöchentlichen 5 Minuten Erste Hilfe zum Beispiel so. Voilà. Aus Sicht vom Arbeitgeber ist es natürlich wieder spannend, oder? So das Blended Learning, weil das kann da der Arbeitnehmer oder der Betriebssanitäter irgendwann machen und am liebsten in der Freizeit, oder? Vielleicht kann er noch eine Stunde, zwei aufschreiben als Homeoffice, aber irgendwo der Mitarbeiter fehlt am Arbeitsplatz weniger oder nicht. So gesehen, ja, ist es ein Vorteil, aber ich sehe es qualitativ als nicht jetzt Rückschritt, aber sicher kein Vorteil gesehen. Das ist jetzt nicht das Gleiche. Ja, also das ist nicht das Gleiche. Du kommst nicht gleich viel Wissen vermittelt über, wie
bei einem Präsenzunterricht. Sehr schön. Haben wir viel geredet und wir könnten wahrscheinlich auch noch Stunden weiterreden. Aber danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt und die Infos. Zuschauer oder Leser, wie auch immer, auf welcher Plattform ihr das Video auch seht, haben ganz sicher auch eigene Meinungen dazu. Macht einen Kommentar. Ich leite es gerne weiter. Vielleicht werden sie dann auch beantwortet auf die eine oder andere Art und Weise. Oder vom einen oder anderen, ich sage es mal so. Ja, herzlichen Dank. Danke. Genau. Danke auch.